Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Corborn Nations of the Ultra Core. Hier bei uns in der Basis mit Azura Tiefwasser und mit Holly. Das ist jetzt hier neu, dass hier das Steam-Zeichen über den Namen steht. Und bei Topsy steht das Epic-Zeichen mit Test. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was das soll. Wollen die da ein bisschen rumprobieren? Ja, Test ist klar. Aber, ja, keine Ahnung, kann man vielleicht irgendwie doch mal einen Namen vergeben, der nicht mit einem Accountnamen verbunden ist. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, was machen wir heute? Ich möchte gerne bauen. Und zwar hätte ich gerne irgendwo ein Lager hier hingestellt. Ich habe mich jetzt doch entschlossen, hier ein Lager mit sämtlichen Werkbänken, die wir so brauchen, hier auch nochmal hinzubauen. Okay, aber wo bauen wir das denn hin? Hier hätten wir einen schönen Ausblick. Den möchte ich gerne freilassen. Ja, viel Lagerplatz haben wir nicht. Wie wäre es denn hier? Das war auch ein schöner Ausblick. Oder hierauf? Aber das könnte komisch werden hier, oder? Tja, wo bauen wir denn das hin? Oder hierauf? Warte mal, das sind... Seid ihr hier Korallen? Nee, das sind keine Korallen. Warte mal, wir hätten bis hier Platz. Ich habe jetzt auch schon das ganze Material mitgenommen, was wir brauchen für Kisten und für die Werkbänke. Ich hoffe, ich habe alles. Ja, ist blöd irgendwie. Wo bauen wir denn das Lager hin? Oder hier hin? Wie wäre es denn hier? Ja, wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mal. Wir bauen mit dem Material, was wir drüben schon haben. Ich würde sagen, das machen wir mal so. Korallenstiftung, wer kennt sie nicht? So, schauen wir mal. Stopp. So, dann schauen wir mal. Erstmal hier die ganzen Werkbänke aufsetzen. Okay. Gut. Ne, andere Richtung. So, wir brauchen einmal Holz haben wir. Einmal eine Werkbank. Warte mal, die könnten wir hier hinbauen. Fangen wir mal mit der Geschichte an. Ausrüstungswerkbank. Nummer 4. Okay, das werden wir schön an den Rand setzen. Haben wir alles dabei. Ein paar Sachen. Ne, stopp. Ausrüstung. Dann brauchen wir Geocasting 4. Wartet mal. Stellen wir das dahin. Da fehlt Blattholz. Ich hoffe, wir haben da Platz dafür. Moment mal. Aha. Üppiges Blattholz. Und ich hoffe, wir haben solches noch. Ich hätte gern hier ein bisschen ausgeräumt, das alles ein bisschen schöner gemacht. Haben wir hier noch Blattholz? Moment. Aha, hier haben wir noch Blattholz. Gut. Kein Platz mehr. Okay. So, Geocasting 4. Also, wir haben jetzt die Ausrüstungsbank 4. Wir haben Geocasting 4. Dann haben wir den Grill. Warte mal, der ist schon Stufe 4, oder? Da haben wir, glaube ich, den besten schon hergestellt, wenn ich mich nicht irre. Ne, das ist Holz und die hätte ich gern hier auch gelassen. Genau, Grill Level 4. Okay. Grill Level 4, dann brauchen wir einen Schmiedeamboss. Den stellen wir mal dahin. Was fehlt da? Haben wir alles? Schmiedeamboss. Werkbank, die stellen wir mal dahin. Warte mal, haben wir dann alle? Haben wir alle? Moment. Also lass uns doch mal schauen. Wir haben jetzt die Werkbank. Wir haben Schmiedeamboss 2, der Grill steht drüben. Geocasting haben wir hier hinten. Und Ausrüstungsbank 4. Haben wir auch hier. Okay. Warte mal, wo war denn Holz? Wo war denn die Holzbank?
Holz ist das. Die haben wir auch schon 4. Oder sollen wir die auch da hinstellen? Sollen wir die Holzbearbeitungsbank doch hier wegpacken? Wisst ihr was? Das machen wir. Dass nur noch der Grill da steht. Jetzt schauen wir mal. Passt du dahin? Du passt dahin. Okay, dann haben wir hier das. Dann würde ich sagen, wir werden nochmal eine Reihe hinstellen. Ach, Moment. Holly, du musst dann leider irgendwo anders hin. Okay, aha. Ah, da müssen wir mal schauen, wie das da funktioniert. Genau, Holly, du gehst mal bitte hier. Du darfst gerne in den Schatten gehen. Wie ist denn das, wenn wir jetzt das hinbauen? Was ist passiert denn mit dem Weg? Aha, der kriegt einen Knick. Das ist doch in Ordnung. Okay. Gut, wo bauen wir denn die Rampe hin? Also den Eingang. Hier haben wir die Rampe. Hier haben wir das Ding. Bauen wir den da hin? Es wäre fast am gescheitsten, oder? Okay. Aha, okay. Passt. Gut, genau. Und hier hätte ich gerne an diese Wand, die noch gleich hinkommt, hätte ich gern die anderen Geschichten. Okay, gut. Dann werden wir jetzt hier alles hier mit Fenstern zubauen. Ich hätte gern hier komplett Fenster drin. Ah, auf der Rückseite, da brauchen wir aber keine Fenster, denn da kommen eh die Kisten hin. Bist du gerade? Ja, du bist gerade. So. Warte mal, das ist die Tür, oder? Aha, die ist schief, okay. Und hier noch weitere Fenster hin. Stopp. Ach komm. So, und hier die ganzen Kisten, die können an eine zune Wand. So, okay. Eigentlich bräuchten wir ja hier gar nicht so hoch, oder? Sollen wir da ein Flachdach? Nee. Okay, Moment, wie schaut das aus? Wenn wir jetzt hier sind, hier können wir trotzdem noch schön. Ja, okay, so ein bisschen verdeckt ist das schon jetzt. Der Meerblick hier vom Bett aus. Aber ist in Ordnung. Ja, es ist halt ein bisschen blöd. Ja, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich meine, wie oft schaut man denn da raus? Und wenn man wirklich Meeresblick haben möchte, dann geht man halt hier hin. Okay, dann werden wir uns mal die Dächer anschauen. Gerade bitte. Das machen wir auch einfach so. Moment, das passt, oder? Und aha, das sind 2. Wisst ihr was? Da würde ich sagen, da bauen wir hier auch nochmal Fenster hin. Und hier auch. Ich mag halt Fenster. So, okay. Schauen wir mal, wie viele Korallen wir noch haben dafür. Aber hier dürften wir auf jeden Fall noch genügend haben. Okay, dann machen wir mal die Decken. Moment, das müssen wir anders machen irgendwie.
Moment, aha, du bist auch wieder schief. Das könnte doch eigentlich auch so normal snappen. Das wäre doch auch cool. Okay. Moment. Okay, wir brauchen noch lila Korallen. Okay, alles klar. Ich hoffe, wir haben hier noch welche und wenn es ist, dann müssen wir halt noch welche sammeln. Lila Koralle. Warte mal, das waren nur Seepocken. Aha, haben wir. Sehr schön. Gut, dann brauchen wir jetzt noch die 6 Dächer. Okay. Na, ich habe jetzt einfach mal beschlossen, dass wir das mit dem Zeug machen. Weil das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. So, okay. Ja, dann haben wir jetzt hier eine komplette Werkstatt. Das ist doch super. Ah, wisst ihr was? Das packen wir nochmal ein bisschen weiter in die Mitte. Huch. Und das hier auch. Das muss nicht ganz und nicht auf einen Haufen sein. Und wenn, dann machen wir das so. Dann haben wir auf jeden Fall hier Platz. Wir haben hier sämtliche Werkbänke, die wir brauchen. Aber das Test und das Steam-Zeichen und das Epic-Zeichen, das irritiert mich irgendwie. Naja, okay, was soll man machen? So. Die werden halt dann jetzt hier irgendwie rumwurschteln. So, okay, wir brauchen Kisten. Wie macht man das? Oh, wartet mal, wo haben wir denn? Das ist die Holzbank. Da könnten wir hier mal mit Holzzeichen arbeiten. Genau, machen wir hier mal 2 Holz-Symbole. Aha, veredelte Leinen werden wir noch brauchen. Moment, haben wir noch Platz für Leinen? Aber die dürften wir eigentlich haben hier. Also ich hätte hier wirklich sehr gern ganz viele Kisten. Okay, also Leinen haben wir. Aber normal veredelte Leinen dürften wir auch ohne Ende haben. Oder waren die hier drin? Hm, wo waren denn die? Veredelte Leinen. Das sagt bloß, wir haben keine veredelten Leinen mehr hier. Das gibt's doch nicht. Hier haben wir noch welche. Okay. Gut, ein bisschen was haben wir da. Okay, dann würde ich sagen, ich meine, so viel Holz werden wir nicht brauchen. Okay. Moment. So, und ich mache das weiterhin so. Okay. So, dann. Was haben wir hier noch? Schmelzgeschichten. Oder wartet mal, machen wir erstmal hier genau sowas hier. Die kommen mir so klein vor jetzt, die Kisten. Ich würde sagen, da machen wir mal 3 davon. Was ist hier wieder? Was ist hier wieder im Weg? Verstehe ich nicht. Okay. Gut. Nee, stopp. Okay, was brauchen wir noch? Dann brauchen wir Schmelzgeschichten. Machen wir da mal 2 hin.
Okay. Mei, ist es ja egal, können wir ja da welche lassen. Okay, was haben wir noch? Hier hätte ich jetzt. Nee. Ich kenne die ganze Bank. Was braucht man sonst noch? Das haben wir. Rüstungsteile braucht man eigentlich hier nicht. Das da. Da machen wir eins solches hin. Nee. So, was braucht man noch? Hier so Sammelkisten. Was fehlt noch? Leichtes Bauholz muss man herstellen, alles klar. Ach stopp, wir sind ja jetzt hier. Wir haben das ja hier. Genau, das ist ja das Praktische. Okay, wir haben echt nicht viel Leichtholz. Okay, gut, dann schauen wir noch gleich mal. Was mache ich da eigentlich immer mit der Taste? Ich weiß auch nicht. Sorry, Leute. Okay, wir haben Sammel, wir haben Schmuck, Kochrezepte, Bretter. Okay. Ach, das hier. Dann einfach mal ein paar Symbole hier aufstellen. So. Okay, aber an sich dürfte es ja reichen, oder? Wartet mal, stellen wir da noch ein paar hin. Ja, brauchen wir nicht. Kochrezepte, warte mal. Sollen wir hier nochmal eins für... Wisst ihr, was wir machen? Das machen wir so. Der kommt hier weg. Du kommst dahin. Okay. Achso, wir brauchen die Bretter noch. So, ich glaube, er ist fertig. 46, alles klar. Was fehlt jetzt wieder? Eisennägel. Die dürften wir normalerweise auch noch haben. Ja, haben wir. So, genau, das ist das Lager für unsere Essensgeschichten. Genau, Rüstung. Genau, hier haben wir Essensgeschichten drin. So, okay. Okay, wir brauchen Bauholz noch. Okay, dann gehen wir mal Holz holen. Genau. Schauen wir mal, wo wir das kriegen. Hier geht's nicht. Ah, das ist auch im Wasser hier. Okay, hier sind Bäume am Land. Alles klar. Das ist auch im Wasser. Aber der hier. Okay, hier kommt jede Menge raus. Okay. Alter, die sind ganz schön ergiebig, die Teile. Da kann man ja einige Male draufhauen. Also ich weiß nicht, das sollten sie bitte wieder wegmachen. Ich will nicht, dass Holy Test heißt. Und diese Steam- und Epic-Zeichen, weiß nicht, mich stört das. Gut, klar, man kann das ausblenden. Aber ich habe mich halt so dran gewöhnt, dass der Charaktername oben drüber steht. So, okay, das haben wir gemacht. Okay. Genau, Bretter haben wir noch gebraucht. Bretter wollten wir... Ach so, ja. Es ist ja nicht mehr hier.
Okay, ich würde sagen, wir stellen mal komplett die Bretter her. Dann haben wir die auch schon raus. So. Okay, was brauchen wir denn noch? Okay. Rüstung ist nicht so wichtig hier. Was ist das? Haben wir das Zeichen hier auch schon? Und warum geht das hier eigentlich nicht rein? Ich verstehe das nicht. Naja, an sich ist es ja egal. Okay. Aha, da haben... Nee, das haben wir schon. Sammelzeichen haben wir. Edelsteinzeichen haben wir. Topf ist hier drüben. Ich würde sagen, dann kommt da nochmal... Da nochmal sowas hin. So. Und so, und da sollten wir offen lassen. Und vielleicht hier nochmal ein paar Kisten hin. Ein paar unbeschriftete oder so. So, eins. Zwei. Drei. Ja, komm, machen wir mal vier. Vier so Kisten hier noch hin. Ich glaube, dann reicht's aber auch. So, wie schaut's aus hier mit Brettern? Sehr gut. Nee, wisst ihr was? Wartet mal. Spieleinstellungen. Spielernamen ausblenden. Hide own. Hide all. Was? Das bleibt? Ach, das ist ja dämlich. Ach, Leute. Gerade das, was mich nervt, bleibt. Ach, Mano. Okay, gut. Wir haben jetzt hier Kisten. Jede Menge davon. Okay. Aber warum geht hier das nicht rein? Verstehe ich nicht. Naja, ist egal. Haben wir ja trotzdem genug. Okay, dann fangen wir schon mal an zum Einräumen. Wir haben auf jeden Fall Holz. Wir haben hier einmal Bretter, können wir da mal reinpacken. Bretter. Dann habe ich hier Barren gesehen. Achso, hier sind auch nochmal Barren. Moment, hier haben wir noch Bretter. Holz. Holz packen wir mal. Ja, da haben wir viermal Holz. Das passt schon. So, das normale Holz hier. Dann Sammelkram. Hier würde ich sagen, machen wir mal Korallen hin. Hier würde ich sagen, so Stoffkram. Färbemittel können wir noch reinschmeißen. Leder, würde ich sagen, schmeißen wir mal hier rein. So alles tierische. Dann brauchen wir noch Harz und Ziegel. Da würde ich sagen, kommen hier die Ziegel hin. Und Harz. Warte mal, Harz kommt zu Bäumen. Genau. Okay, dann schauen wir mal, was können wir denn da alles rauspacken. So. Nahrungskram. Kommt man hier raus. Kommt in die eine Kiste. Genau, die eine Kiste lassen wir. Dann haben wir hier ein bisschen Nahrung. Apropos, du dürftest hier mal was essen, Mädchen. Und wartet mal, was haben wir denn hier? Genau, ich hätte gerne... Stopp, da brauchen wir zwei davon. So. Ich hätte gerne das so gehabt. Das hier wieder rein. Und hier nochmal Heiltränke hin. Genau, dann haben wir hier die Rüstung. Wir haben Upgrade-Zeug und hier haben wir auch noch Heilkram. Genau, wisst ihr was? Dann machen wir das anders. Wartet mal, das packen wir auch mal schön hin. So. Und Heiltränke darunter. Dann kommen hier mal diese Bandagen raus. Genau, räumen wir nochmal ein bisschen ein. Gut, dann haben wir hier Heiltränke. So, dann die ganzen Barren- und Eisengeschichten. Also die Kisten lassen wir. Die sind halt dann, Reserve. Würde ich mal sagen. Okay, dann brauchen wir hier die ganzen Barren rein. So, nebenan, hier haben wir Ziegel. Da könnte man dann auch gleich Nägel dazu packen.
So, das passt. So, was haben wir hier? Wir haben... Pack das mal ein hier. Und das auch. Okay. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das machen wir dann in der nächsten Folge. Da werden wir noch ein bisschen rumsortieren und vielleicht gehen wir dann auch noch ein bisschen sammeln. Ich glaube, die Folge war ausreichend lang, oder? Ich glaube schon. Okay, bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Ciao und Servus, Leute.